heiß ist. Das ist halt so ein. Das war so ein Wasserspray. Ich hoffe, dass ich das jetzt nochmal da drauf kriege. Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Wir waren ja ein bisschen länger, oder ich war ja ein bisschen länger nicht da. Ja, nicht wir, sondern ich. Ihr seht, ein neuer Hintergrund. Ja, wir sind umgezogen. Es ist noch nicht alles ganz fertig, aber ich möchte heute trotzdem zwei Videos für euch drehen, nämlich meine Project Pan für den Monat Juli und meine Aufgebraucht auch für den Monat Juli. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, wir fangen mit dem Project Pan übrigens an. Ich mache das zusammen mit ein paar anderen lieben Mädels und zwar mit der lieben Melanie, Elisa und Jenny. Ich verlinke euch ihre Kanäle alle unten in der Infobox. Genau, das war's, was ich gesucht hatte und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Ich habe hier wie immer mein schlaues Büchlein, ne? Und ja, da würde ich sagen, fangen wir direkt mal an, aber dafür muss ich mir das Zeug erstmal hier hinholen. Ihr seht's. Es ist zwar ein anderer Hintergrund, aber es geht genauso weiter wie vorher. Ne? Ein bisschen chaotisch, wie ihr das von mir kennt. So, jetzt haben wir alles gerichtet und jetzt können wir loslegen. Und zwar mit dem ersten Produkt. Und das ist der Catch the Glow Bronzer. Der hat noch 56,26 Gramm aufgebraucht. Wobei ich dazu sagen muss, unter Vorbehalt, weil ich werde gleich was dazu sagen, habe ich davon 5,42 Gramm. Und da sind wir gerade bei dem Knackpunkt. Ihr seht das, ne? So viel kann ich unmöglich in einem Monat aufgebraucht haben. Das wäre utopisch und ich möchte euch da auch nicht belügen. Der ist mir runtergefallen beim Umzug leider. Und da ich den vorher leider neu gepresst hatte, das war, glaube ich, ein Fehler, hat der nicht mehr so viel Stand. Und wenn man da mit dem Pinsel reingeht, der bröckelt einem sofort weg. Das ist halt, wenn man die Produkte neu presst. Aber ganz ehrlich, der Deckel ist mittlerweile komplett kaputt. Es geht mir einfach nur noch auf die Nerven und ich will den einfach nur noch leer machen. Deswegen, ja, bleibt der noch mal eine Runde. Ich denke mal, na, ihr seht das. Das ist noch was für diesen Monat. Wobei ich sagen muss, dass ich mich hier sehr selten geschminkt habe, beziehungsweise auch vorher schon. Das ist jetzt heute das erste Mal seit Wochen wirklich mit Full-Face-Make-up. A, war es sehr warm in der Zwischenzeit. Da habe ich sowieso keinen Bock darauf. Und B, habe ich auch gar keine Zeit dafür gehabt. Wir haben jedes Wochenende und jeden freien Donnerstag, den ich hatte, Kisten geschleppt. Ihr wisst das. Ich habe es euch so ein paar Dinge erzählt. Ich werde euch auch wahrscheinlich nächste Woche meinen Make-up-Montag drehen. Ja, den ersten wieder. Ich freue mich drauf. Und ich habe auch direkt eine neue Palette für euch aus einer Essence LE, die es aktuell gibt. Ich glaube, mit Catrice zusammen, wieder so eine Kooperation. Ja, und die möchte ich euch gerne zeigen, aber da habe ich heute irgendwie ja keine Muße zu gehabt. Ich möchte außerdem meine Projekte abdrehen, wie gesagt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt, und zwar den Master Strobing Stick. Selbe Geschichte in grün, ne? Ihr seht das. Ich habe auch nicht viel aufgebraucht. Insgesamt sind das 587,33 Gramm, kann ich euch schon mal spoilern. Diesen Monat und letzten Monat war es schon weniger und da waren es aber noch 656,99 Gramm. Deswegen ist auch hier nicht so viel raus, nämlich nur 0,49 Gramm. Wie gesagt, ich habe mich kaum geschminkt, wenn überhaupt, habe ich ein bisschen Mascara draufgegeben. Das war es tatsächlich, noch nicht mal mehr Concealer. Deswegen, ja, ist das heute alles ein bisschen weniger. Das nächste Produkt ist der Dewy Full Lips. Ja, den habe ich versucht öfters aufzutragen, einfach mal, ne, weil das pflegt die Lippen sehr schön. Ich trage den auch heute zusammen mit einem anderen nudefarbenen Lippenstift darunter. Und das geht auch super, weil der fühlt sich einfach gut an. Für einen Lipgloss ist der wirklich gut. Also das kann ich sagen. Der hat noch 13,45 Gramm und aufgebraucht habe ich davon 0,40. Ja. Wie gesagt, auch nicht die Welt, aber der Mensch freut sich. Ne? Ja, mein Sorgenkind, ich könnte ihn jetzt austauschen, aber jetzt tue ich es nicht. Weil, ja, wir haben jetzt August, Ende September wird es sowieso regulär getauscht und dann werde ich auch den austauschen, garantiert. Weil jetzt im Sommer ist der optimal. Ich trage den heute zum Beispiel über so einem Creme-Lidschatten auf den Augen. Da geht der eigentlich ganz gut. Ist jetzt nicht so das Feuerwerk an Farben, ne? Aber für einen Alltagslook gut zu gebrauchen und deswegen, ja, bleibt der nochmal. Der hat noch 45,22 Gramm und aufgebraucht habe ich davon 0,31. Ja, wie gesagt, das bewegt sich alles so im 0, irgendwas Bereich heute hier. Ne? Ist halt einfach so, genauso wie mit diesem Produkt. Normal so Primer brauche ich ja sehr schnell auf. Den habe ich jetzt schon. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube,
3 Monate drin. Also das wäre jetzt der 3. Monat. Normalerweise mache ich die in 2 Monaten leer. 2 Wochen auch nicht. Aber ja, wie gesagt, auch Primer, ne? Wenn ich mich nicht Fullface schminke, weil ich kein Foundation habe, brauche ich auch kein Primer. Zumal ich, das habe ich euch erzählt, mit der Hyaluroncreme von Skin Natur so zufrieden bin, dass ich überhaupt keinen Primer brauche. Eigentlich im Moment. Dementsprechend kam der auch etwas zu kurz. Der hat noch 29,76 Gramm und aufgebraucht habe ich davon 1,87. Ja, wie gesagt, bewegt sich auch alles im niedrigen Bereich. Das nächste Produkt ist das Ultra Rich Nail Care Oil von P2. Ja, ich muss dringend, ne, ihr seht das, ich trage heute auch seit Wochen mal wieder Nagellack. Die letzten Wochen war ich halt überhaupt nicht Beauty, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber ja, auch das muss mal sein, ne, wenn man so ja, Stress hat eben und andere Sachen im Vordergrund stehen. Wie gesagt, ich habe es benutzt, ihr seht es, ne, an der Markierung, die ich hier gemacht habe, ja, die irgendwie nicht ganz stimmt, wie ich gerade sehe, aber gut, lassen wir das. Ja, es ist wieder ein bisschen was leer gegangen, wie gesagt, und ich mag das auch echt gerne und diese Verpackung werde ich mir auch aufbewahren, weil ich mag diese Applikation mit dem Pinsel unheimlich gerne. Gerade für mich, Pflegemuffel, was Hände und Nägel angeht, ist das optimal, weil die Nägel oder beziehungsweise weil man das dann präzise auf die Nagelhaut auftragen kann und das nicht runtersifft. Ich mag das nicht, gerade bei Öl. Ne? Auch Handcreme muss bei mir gut pflegen und schnell einziehen. Ja, ist meistens nicht so der Fall, aber ja, das ist das, was ich am liebsten hätte. Ne? Und dann würde ich es, glaube ich, auch öfters benutzen. Aber das hier, wie gesagt, ich habe es mir jetzt auch in der alten Wohnung noch hingestellt und habe gesagt, komm, jetzt. Na, jetzt mittlerweile ist es im Wohnzimmer, weil da halte ich mich halt am meisten auf, neben dem Balkon natürlich, ja, bei dem schönen Wetter. Und deswegen ist es halt hier, damit ich, wie gesagt, ich muss die Sachen sehen, damit ich dazu greife. Das ist einfach so, ja. Das wird sich auch, glaube ich, nie ändern und deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auch hier, wie viel habe ich davon aufgebraucht? 0,60 Gramm. Ja, im letzten Monat, kann ich mal vergleichen gerade, waren es... Ja, 0,90. Das war ein bisschen mehr, aber wie gesagt, dafür, dass ich viel zu tun hatte und wenig Zeit für Beauty und Pflege und sowas, ist das in Ordnung. So, dann, ja, das nächste, Schätzchen, das ist mein Sorgenkind. Diese Maske. Masa, auch Masken, ne? Diese Tiegel, innerhalb von 2 Monaten sind die alle bei mir, aber die ist einfach grässlich. Also es tut mir leid, Essence. Die riecht für mich nach irgendeinem Putzzeug, was ich nicht mag. Ganz ehrlich, was ich wahrscheinlich in die Toilette schütten würde. Und das schmiere ich mir halt aufs Gesicht. Aber gut, ich habe sie gekauft. Ich mag den Duft nicht. Ich weiß nicht, wonach das riecht. Wie gesagt, ich habe noch nie gekifft oder sowas, ne, oder sowas konsumiert. Von daher weiß ich nicht, wie das riecht. Mir wurde mal gesagt, süßlich, aber das riecht alles andere als süßlich. Das riecht auch nicht so frisch. Das riecht so, ja, wie Putzmittel. Ich kann mir nicht helfen. Das war die erste Intention, als ich das Zeug gekauft habe. Und das wird auch das Letzte sein, wenn ich es dann irgendwann mal aufgebraucht habe. Ich habe es heute nochmal verwendet, um ja, mir eine Maske zu machen. Aber ich mag auch die Konsistenz nicht. Ne? Dieses Gillerige, das kriegt ihr nicht ordentlich auf die Hände, auf die Finger, auf den Pinsel, auf keine Ahnung was. Nee, ihr hört es raus, ist nicht meins. Ne? Aber wird trotzdem leer gemacht. Und zwar hat die noch 34,22 Gramm. Und aufgebraucht habe ich davon 12,30. Auch hier gucke ich mal gerade. Vergleicht das immer ganz gerne. Ja, 17,18. Das ist ein bisschen weniger auch hier. Aber ich hoffe wirklich, wenn ich mich jetzt dran halte, dass die nächsten Monat leer wird. Drückt mir die Daumen. Weil, wie gesagt, ich mag sie nicht. So, das nächste ist das Balea Fuß- und Bein Cooling Spray. Das habe ich mittlerweile als Deo benutzt. Da ist das auch ganz gut. Also so als Überdeo. Erst so ein Stick. Und dann das als Körperspray. Deswegen ist da auch gut was leer gegangen, ne? Wie ihr vielleicht an den unterschiedlichen Strichen seht. In Grammzahlen sind das 50,78 Gramm und da drin sind noch 79,76. Jetzt gucke ich mal gerade, wie viel das letzten Monat war. Ja, 30,61, also deutlich mehr. Das habe ich auch, wie gesagt, benutzt wie der Däubel, ne? Weil ich will das auch leer kriegen. Ehrlich. Mittlerweile geht mir der Duft auch ein bisschen auf die Nüsse und deswegen ja, muss das jetzt mal weg. Ich sprühe es mir mittlerweile auch auf die Beine, wofür es ja eigentlich gedacht ist, weil wie gesagt, es war sehr warm und das ist angenehm, wenn man dann auf dem Balkon sitzt, ne, und dann sich die Beine besprüht oder sich das überall hinsprüht als Bodyspray
Und dieser frische Duft, ja, tut da sein Übriges. Dann haben wir, ja, ich glaube, da habe ich fast gar nichts mehr aufgebraucht. 0,13 Gramm von dem Manhattan Powder Matte Concealer. Das ist halt auch nicht die Zeit für matt, ne, bei solchen Temperaturen da draußen. Und ja, ich benutze den im Moment. Ich habe im Moment so einen Creme-Lidschatten, den ich aufbrauchen möchte. Den packe ich mir dann auf die Augen, wenn ich mir die Augen dann mal schminke, außer Mascara. Und der kommt da echt zu kurz. Ich lasse den drin, weil seine Zeit wird auch kommen, definitiv, wo ich den, wie gesagt, als Primer benutzen kann. Der hat noch 18,99 Gramm und aufgebraucht habe ich davon 0,13. Ja. Als Concealer, wie gesagt, für mich nicht zu gebrauchen, hatte ich euch ja letzten Monat schon gesagt. So, jetzt kommen wir mal zu ein paar Erfolgserlebnissen. Und zwar das erste von insgesamt 4 Produkten, ja, die ich diesen Monat aufgebraucht habe. Und zwar einmal diese Augencreme, die You La Cura Priming Moisture Pretty Little Eye Mousse. Das ist leer. Und zwar hat das noch 18,95 Gramm und aufgebraucht habe ich davon 8,72. Ja, im Moment, ganz ehrlich, benötige ich gar keine Augencreme. Ich bin gerade wirklich so auf dem Minimalismus-Trip. Ich weiß, mein Schrank sieht nicht so aus, meine Inventur wird es auch nicht tun. Aber so was das Benutzen angeht, bin ich im Moment wirklich auf dem minimalistischen Trip. Auch bei den Haaren tatsächlich. Ich habe heute auch nur ja, ein bisschen Leave-In da drin. Ins nasse Haar, ein Schaum für den Ansatz, das habe ich neulich für mich entdeckt, werde ich euch gleich auch noch was zu sagen, weil ich hatte ja auch einen Schaum dabei, ne? Und dann ein stark haltendes Gel, das Seins Styling Gel für Männer, da drin und das war's. Ja, sonst mache ich da tatsächlich mehr rein und so geht das schon die ganze Zeit. Manchmal wasche ich die noch nicht mal mehr richtig, sondern mache die einfach nur nass und knete mir nochmal was von dem Seins Gel rein. Mit Wasser vermischt, das geht auch super, aber ja. Wie gesagt, insgesamt, ihr hört es raus, ist da im Moment nicht so viel. Deswegen, ja, das war auch meine letzte Augencreme tatsächlich. Ich habe ja gesagt, ich möchte mir nur noch selber machen. Ich möchte es mir nur noch selber machen. Ich möchte mir die nur noch selber machen. So. Das ist ein bisschen komisch. Und ja, deswegen wird da auch keine mehr nachgekauft. Die war in einem Tauschpaket, meine ich. Und ja, somit wäre das meine letzte. Und ich hoffe, ich kann mich zusammenreißen, dass ich keine neue mehr habe. Kaufen. Das nächste Produkt, was leer gegangen ist, Gott sei Dank, ist das Alverne Micellenwasser. Ja. Da hatte ich euch beim letzten Mal schon gesagt, wie schrecklich dieses Produkt ist und ich finde es auch nach wie vor schrecklich. Ich würde es mir auch nicht nachkaufen, ganz ehrlich. Das kann ich mir schon mal sagen. Nee, ich mag den Duft nicht. Ich mag diese Unmenge an Alkohol nicht. Ich mag das nicht, dass es brennt, wenn man es in die Augen bekommt. Ja, weil ich Micellenwasser, wie gesagt, hauptsächlich zum Abschminken benutze, wenn es wirklich schnell gehen muss, wenn ich da jetzt nicht großartig Zeit habe und Lust habe, da irgendwie rumzurubbeln oder wenn ich halt einfach auch gar nicht viel drauf hatte, ne, und das nicht nötig habe. Und ja, das hat das zwar runterbekommen, aber das hat gebrannt wie Feuer, wie gesagt. Das, nee, ist nicht meins. Also ganz ehrlich, da gibt es definitiv bessere Alternativen. Das hat noch 28,70 Gramm und aufgebraucht habe ich davon 66. So. Ja, Gott sei Dank ist das leer. Das nächste Produkt, was auch leer ist, ist das, beziehungsweise die Schönheitsgeheimnisse Balea reichhaltige Spülung Aloe Vera. Das ist der Aufkleber, ich hatte mir das umgefüllt, weil ich den Tiegel gebraucht hatte. Das hat noch 36,78 Gramm und aufgebraucht habe ich davon 173,97. Ich habe mir das zwischendurch ein bisschen gepimpt, weil das war ein feuchtigkeitsspendendes Produkt und ich habe gemerkt, das ist glaube ich so mein Fahrplan für die nächste Zeit oder für immer vielleicht für meine Haare, dass meine Haare im Sommer vor allen Dingen viele Proteine benötigen in Form von Gelatinekur, Kollagen, Keratin, irgendwas. Darüber dann ein stark haltendes Gel, deswegen auch im Moment dieses Science Styling Gel, was ich so sehr liebe. Und im Winter ist es so, dass meine Haare eher Feuchtigkeit benötigen und durchaus auch mal so eine schwere Creme vertragen können, vor allen Dingen für den Refresh. Und dann dafür aber auch mittel- bis leicht haltende Produkte reichen als Styling-Produkte. Und deswegen ist ein feuchtigkeitsspendendes Produkt jetzt eher nichts für mich für diese Jahreszeit. Deswegen habe ich mir das gepimpt mit Gelatine. Habe mir daraus, wie gesagt, mit Gelatine-Kur gemacht und das ging auch ganz gut. Werdet ihr dann auch noch in meinem Aufgebraucht sehen, was ich jetzt im Anschluss drehen werde. Ja, sonst kann ich zu dem Produkt eigentlich nicht viel sagen. Es ist okay für den Preis. Würde ich sagen, kann man das mal machen. Ja, sonst war es das, glaube ich.
viel drin, das hatte ich euch schon gesagt. Beziehungsweise, wie viel ich aufgebraucht habe. Ja, ihr merkt, ich muss wieder reinkommen. Ne? Es ist schon lange her, dass ich Videos gedreht habe, aber ich freue mich da tatsächlich drauf. Es war für mich gestern schon klar, dass ich heute diese Videos drehen werde und ich habe mich da gestern schon aufgefreut. Ganz ehrlich, weil ich mag es einfach vor der Kamera zu sitzen und euch zu texten. Ne? Wisst ihr ja vielleicht. So, das letzte Produkt, was leer gegangen ist, ist diese Styling Lotion. Ich muss dazu sagen, ich habe die nicht für die Haare verwendet. Ich habe es euch gerade gesagt, ne? Im Winter im Sommer mögen meine Haare nicht so gerne schwere Sachen. Die war sehr schwer und deswegen habe ich die zum Rasieren benutzt. Einfach um dem ganzen Quote 15 zu machen. Ne? Ich habe sowieso schon Unmengen an Zeug, also ihr könnt mir gar nicht glauben. Ich weiß, ich habe viel. Ne? Das sieht man ja auch in der Inventur. Und ich werde auch jedes Mal erschlagen, wenn ich dann sehe, okay, eine Stunde irgendwas, ne, an Videozeit oder zwei Stunden Rohmaterial. Ich schneide das ja noch. Aber beim Umzug ist mir das erstmal so richtig krass bewusst geworden, wie viel Zeug das einfach ist. Ich habe euch ja ganz großspurig gesagt, als ich euch die leere Roomtour gedreht habe, habe ich euch den Badezimmerschrank gezeigt und gesagt, ja, den kriege ich nie voll. Leute, der platzt. Es ist nicht mehr normal und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, komm, benutze es zum Rasieren, damit die Flasche leer ist, damit du wieder was leer bekommst. Das ist wirklich jetzt dieses Jahr wirklich, wirklich mein großes Ziel, die Sachen da jetzt auch mal leer zu bekommen, weil ich merke, ich verliere den Überblick und ich bin ein Mensch, ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn das alles durcheinander ist. Ich meine, ich habe das jetzt alles hier in der Wohnung, kann ich das in Schränken verstauen, auch in der Küche, aber trotzdem mag ich Unordnung nicht, überhaupt nicht. Ja, ich mag es eher so clean und dementsprechend muss da was passieren und ja, deswegen, wie gesagt, habe ich das zum Rasieren benutzt, weil es für die Haare eben nicht brauchbar war, jetzt zu dieser Jahreszeit. Das hat noch 26,94 Gramm und aufgebraucht habe ich davon 124,85. Ja, so, das wäre dann auch das letzte Produkt, was leer gegangen ist. Dieses Produkt hier, das ist das vorletzte aus dem Projekt, der Curl Whip von Umberto Giannini, das ist ein Schaum. Den habe ich natürlich nicht leer gemacht. Ich muss aber sagen, ich habe Schaum für mich entdeckt, um ihn vor allen Dingen in den Ansatz zu geben. Weil ich habe am Ansatz immer so ein paar Volumenprobleme. Ich habe meine Haare übrigens ein bisschen geschnitten, wie ihr vielleicht seht, um da wieder ein bisschen Shape reinzukriegen, weil es ging mir echt auf den Sack. Ganz ehrlich, dieser Fukuhila-Schnitt, ich mag das überhaupt nicht, wenn man so guckt, das sieht komisch aus, keine Ahnung. Und Schnitt, das habe ich euch auch in dem Curly Girl Video gesagt, das macht so viel aus, ja. Und da könnt ihr auch einen Bad Hair Day mal mit überstehen, ganz ehrlich. Und das merke ich jetzt auch wieder. Ne? Sie sind natürlich ein Stück kürzer. Auf jeden Fall. Aber es war nötig, ja, um auch zu diesem, ja, gesunden Haar zu kommen, ne, was ich ja irgendwann mal haben will. Ja. Ich habe ja jetzt schon länger nicht mehr gefärbt, ne, wie ihr seht. Ich bin da auch vorne komplett Natur. Und ja, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich färben werde. Und die Zeit möchte ich einfach nutzen, um meine Haare gesund zu kriegen. Ja, damit ich dann, wie gesagt, wenn ich wieder färbe, mit frischer Farbe und gesunden Haaren reinstarten kann. Ja, und da auch wirklich drauf aufpasse, dass ich da nicht mehr Tonnen an Blondierungen reinknalle. Vor allen Dingen nicht mehr selber, sondern das machen lasse. Ja. So, zurück zum Schaum. Wie gesagt, habe ich für mich entdeckt, um den in den Ansatz zu geben. Ganz, ganz wenig. Deswegen habe ich da auch nicht viel aufgebraucht von. Und zwar 23,98 Gramm. Da drin sind noch 196,49. Ja, wie gesagt, mag ich sehr gerne, sind wasserlösliche Silikone drin, das müsstet ihr wissen. War in der Curly Box gewesen, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das meine Haare beschwert. Im Gegenteil, der gibt mir schön, wie das schon der Name schon sagt, ne, Curl Whip, schön so ein Whip nach oben. Whip, ja, wie sagt man das sonst, so ein Schwung, keine Ahnung. Und das mag ich, ja, deswegen, wie gesagt, wird der auch weiterhin drin bleiben und auch weiterhin benutzt. So, und das letzte Produkt ist eine Creme. Und zwar die L'Occitane, ja, da spreche ich jetzt nicht alles aus, irgendwas auf Französisch. Ich finde, sie riecht nach Rose, aber sehr angenehm nach Rose. Natürlich parfümiert, ganz klar, aber ja, ich finde das nicht schlimm. Also im Gegensatz zu dieser Dior-Creme, die ich hatte, finde ich, vertrage ich die sehr gut. Ihr seht das hier, ne? Da ist noch ordentlich was drin, die ist auch sehr dick und sehr reichhaltig. Benutze die immer für abends. Über meinem Retinolserum von Skin Natur, da geht das wunderbar. Die hat noch 198,56 Gramm. Aufgebraucht habe ich davon 5,85. Ja, das wäre das letzte Produkt für diesen Monat. Wie gesagt, insgesamt waren es 587,33 Gramm. Und jetzt würde ich sagen, ja, nehmen wir noch die vier Produkte, die neu reinkommen.
Und zwar haben wir da einmal noch was für die Haare. Mein Curl Olé, mein selbstgemachtes. Ja, auch diese Produkte müssen langsamer weg, ne? Weil die halten ja nicht so lange wie sowas hier zum Beispiel, ne? Sowas Konventionelles. Deswegen, ja, werde ich die jetzt auch verstärkt mal mit reinnehmen. Und dann auch wirklich erstmal das aufbrauchen. Das ist so mein Plan, was ich hier habe. Und mir das nicht mehr neu mixen. Außer mein Belly Jelly. Das muss ich wieder mixen. Da komme ich nicht drum rum. Da kann ich nie drauf verzichten. Ich merke das jetzt. Ich habe das die ganze Zeit nicht gehabt. Und es fehlt mir. Ganz ehrlich. Gerade im Sommer, weil da halt Proteine drin sind. Aber hier sind auch Proteine drin. Aber das ist halt eine Milch. Ist für den Sommer jetzt nicht so die beste Idee. Ich habe die jetzt rausgenommen, weil ich gesagt habe, okay, komm. Wenn die nichts ist für die Haare, dann nimmst du die auch zum Rasieren. Das ist so der Plan. Die hat noch 171,35 Gramm. Ja, so schicke ich die ins Rennen. Dann das nächste ist auch was für die Haare, und zwar das Bounce Curl Light Cream Gel. Mag ich sehr gerne, vor allen Dingen für den Refresh. Da ist auch nicht mehr so viel drin, wie ihr hört vielleicht. Ich würde sagen, ja, man sieht es nicht so genau. Hier bis hierhin ungefähr, ein Viertel knapp. Und das hat noch 106,85 Gramm. Ja, werden wir sehen, wofür ich das benutze. Ob zum Waschtag oder für den Refresh dann tatsächlich. Da muss ich mal schauen. Aber ja, wie gesagt, ich möchte mich jetzt speziell an solche Produkte machen. A, die selber gemachten, und B, auch diese konventionellen Produkte, wo eben nicht mehr so viel drin ist. Dass der Schrank leerer wird. Ja, drückt mir die Daumen. Ja. Und die letzten beiden sind Pflegeprodukte, und zwar einmal das Lacua Face Mist To Go Hydration Coat für normale und trockene Haut. Gerade jetzt im Sommer, ne, wenn es richtig heiß ist, ist. Ja, ich habe es gerettet. Es ist halt so ein, ja, so ein Wasserspray. Ne? Das könntet ihr auch für die Make-up-Fixierung benutzen. Ich werde mir das in meine Handtasche packen. Wie gesagt, an warmen Tagen ist das, glaube ich, ganz erfrischend, sich das drauf zu sprühen, das mit Aloe Vera. Deswegen, wie gesagt, damit der Schrank leerer wird, ne, in der Mission, ist das hier dabei. Weil, ja, weil, wie gesagt, sowas gehört für mich in den Sommer. Und wenn ich sowas leer machen kann, dann jetzt. Ja. So, das hat noch 99,02 Gramm. So, und das letzte Produkt, weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen tue, ganz ehrlich. Das steht im Moment auf meinem Waschbecken oder Waschtisch. In der Hoffnung, dass wenn wer vorbeikommt und sich die Hände wäscht und denkt danach, jetzt eine Lotion, dass man das benutzen kann. Ich möchte das aber auch als Bodylotion benutzen, weil meine jetzige ist leer. Ich habe mir die auch nicht nachgekauft, diese Bodyfit-Reihe, weil ich erstmal das aufbrauchen möchte. Wie gesagt, auch im Zuge von, ne, ich habe zu viel. Das Zeug muss weg. Ja, deswegen habe ich die mit reingenommen. Ihr seht, das ist eine riesengroße Buddel, ne? Ein Pumpspender. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich mag Pumpspender, gerade für Bodylotion. Aber jetzt gerade im Sommer eincremen ist halt so irgendwie doof, ne? Ich creme mich halt ohnehin schon nicht gerne ein, und im Sommer, wenn es halt so warm ist und man kommt halt von der kühlen Dusche raus, dann möchte man sich nicht wieder eincremen, und dann ist man sowieso schon nass geschwitzt durchs Anziehen, also ich zumindest. Und wenn ich mich dann auch noch komplett eincreme, dann ist ganz aus. Ne? Ich werde das auch nicht leer kriegen diesen Monat, ne? Keine falschen Hoffnungen, aber ich möchte es trotzdem probieren. Der Duft ist angenehm, das riecht nach verzaubernde Magnolie und erfrischende Himbeere. Ich wusste gar nicht, dass Himbeere erfrischend sein kann, aber gut. Ja, was habe ich so an der Nase? Ich sag ja, das wird ein gutes Video. Wie gesagt, ich werde es ausprobieren, und dann werden wir sehen, wie weit ich denn da komme. Das Zeug hat noch 327,44 Gramm. Das ist ja auch ein großer Buddel, ne? Ja, we will see. Ja, das war's, Mädels. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, und könnt mir gerne mal sagen, was ihr dazu sagt. Ne? Wie gesagt, es ist noch nicht fertig, und ich habe mir auch noch keine Ecke auserkoren, wo ich jetzt wirklich sitze. Ich sitze jetzt aktuell wieder an meinem Esstisch, weil das einfach am besten ist, um auch Produkte auch einfach zu zeigen. Aber ich muss mal gucken, wo ich mich dann letztendlich niederlasse für meine Videos. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Mädels. Haltet die Öhrchen steif, bleibt wie ihr seid, und wir sehen uns. Tschüss.